So, Teil 2. Welche Rechte und Pflichten hat der Spediteur nach dem Handelsgesetzbuch? Wir haben einmal die drei Punkte hier. Der bestimmt also erstmal die Beförderungsmittel und den Beförderungsweg. Des Weiteren schließt er Frachtverträge im eigenen Namen oder nimmt die Beförderung im Selbsteintritt vor. Es geht also hier um den Spediteur. Spediteur nach Handelsgesetzbuch. Frachtverträge, das hatten wir also im Vorfeld schon gesehen, dass jetzt hier der Spediteur dort wieder eine Zwischenposition hat und jetzt die Stellung des Absenders einnimmt. Und er kann es also hier im eigenen Namen Frachtverträge schließen, beziehungsweise kann es auch selbst befördern. Und er kann also auch im letzten Punkt hier unten sehen wir, also den Speditionsauftrag unter Umständen an andere Speditionen weiterleiten, wenn er also denn hier auch mit anderen Speditionen in Form bestimmter hier Frachtwege, bestimmter Beförderungsmittel und so weiter zusammenarbeitet, um dort insgesamt eine kostengünstige und eine wirtschaftliche Situation für alle Beteiligten herbeizuführen. Und im zweiten Teil, er kann Lagerverträge abschließen, wo er also bestimmte Sachen zwischenlagert, entweder in der eigenen Spedition oder auch entsprechend bei anderen Lagern, wo man hier dann bestimmte Waren bis zum Transport eben zwischenlagert, je nachdem, ob dann entsprechend hier die Zeit auch dafür gegeben ist und geeignet ist, um dort vielleicht eine Bündelung von verschiedenen Waren in einer bestimmten Route dann auch herleiten zu können. Gibt die Weisungen zur Behandlung des Gutes weiter, also die Weisungen seines Absenders, von dem er die Ware übernommen hat, also gibt die Weisungen dann entsprechend weiter und ist an die Weisungen des Versenders gebunden. Ja, darum geht es hier. Also er ist ja, wie gesagt, bloß eine zwischengeschaltete Stelle und muss also die Sachen, die er vorgegeben kriegt, dann für die entsprechende Ware auch dann weitergeben. Also einmal und das zweite Mal. Die beiden Sachen haben wir schon jetzt uns gerade angeschaut. Zum dritten haben wir hier sichert die Schadensersatzansprüche des Versenders. Und zu guter Letzt, also Versender und Spediteur können weitere Leistungen vereinbaren. Sie können weitere Leistungen vereinbaren. Und damit haben wir uns jetzt erstmal die Position des Spediteurs angeschaut und wir kommen dann nochmal zurück auf den Absender bzw. Versender. Da kommen wir nochmal zurück und zwar unter dem Punkt 224. Punkt 224. Wer muss also im Frachtbrief als Absender eingetragen werden? Durch den Speditionsvertrag wird der Spediteur zum Absender. Hier der Spediteur, der wird jetzt zum Absender und übernimmt somit dann auch die Pflichten des Absenders. Daher muss also jetzt bei der Erstellung des Frachtbriefs in der Rubrik Absender, nicht der Versender, sondern wie auch hier schon dargestellt, der Spediteur eingetragen werden. Dies gilt sowohl für die Beförderung nach Handelsgesetzbuch als auch nach CMR, also nach HGB, Handelsgesetzbuch, als auch CMR, hier als Stichwort Gefahrgut. Und damit kommen wir mal zum nächsten Aspektpunkt. Wofür haftet der Absender? Da haben wir zwei Punkte. Und zwar einmal für Transport- und Verzögerungsschäden, die ihm zuzurechnen sind. Und für Schäden, die auf fehlenden, falschen oder unvollständigen Angaben im Frachtbrief oder in sonstigen Dokumenten beruhen. Also Schäden, die auf fehlende, falsche oder unvollständige Angaben zurückzuführen sind, als auch für Transport- und Verzögerungsschäden, die ihm zuzurechnen sind. Da ist also wieder die Beweispflicht dann von entscheidender Bedeutung. Mehr ist dazu erstmal nicht zu sagen und wir kommen jetzt zum Verlader. Zum Verlader.
in dem Bereich auch B-Lader hier. Was ist jetzt hier zu beachten? Mit anderen Worten gucken wir uns also erstmal den Punkt 225 an, der Verlader. Und da ist die Frage, wer ist der Verlader? Und das ist hier die Definition des Verladers. Der Verlader ist, wer als unmittelbarer Besitzer das Gut zur Beförderung übergibt. Wer also als unmittelbarer Besitzer, das hat jetzt nichts mit einem Eigentümer zu tun, sondern als unmittelbarer Besitzer. Das ist jetzt hier die entscheidende Definition dazu. Der Verlader ist nicht hier unser Freund Egon, der jetzt diese Paletten, wie auch immer das dargestellt ist, großes Fragezeichen, ja, was mache ich denn hier damit? Ja, so könnte man das fast interpretieren. Was mache ich jetzt mit dieser Ware? Er ist also jetzt nicht der Verlader, sondern lediglich dann vielleicht der B-Lader, derjenige, der also die Tätigkeit an sich personell auch ausführt. Somit haben wir jetzt hier also eine eindeutige Abgrenzung. Welche Rechte und Pflichten hat jetzt der Verlader? Da haben wir zum einen, er darf ein Fahrzeug zur Beladung ablehnen. Er darf ein Fahrzeug ablehnen, wenn er der Ansicht ist, dass die Ladung darauf nicht ordnungsgemäß gesichert werden kann. Also hier geht es wieder um den großen Aspektpunkt der Ladungssicherung. Weiterhin muss er dem Frachtführer die Möglichkeit zur Ladungssicherung geben. Er muss dem Frachtführer die Möglichkeit zur Ladungssicherung geben. Und als drittes, er muss den Fahrer auf Gefahrgut hinweisen. Er muss den Fahrer auf Gefahrgut hinweisen. Und darf dieses nicht übergeben, wenn die Verpackung beschädigt oder ungenügend verschlossen ist. Hier können wir eigentlich alles hier anstreichen, beidseitig. Gefahrgut, wichtige Aussage. Also er muss den Fahrer auf Gefahrgut hinweisen und darf dieses nicht übergeben, wenn die Verpackung beschädigt oder ungenügend verschlossen ist. Und damit kommen wir mal zu Tätigkeiten, zu den einzelnen Tätigkeiten vor Ort. Was müssen Sie also bei der Übernahme von Gütern prüfen? Da sind so einige Aspektpunkte dabei, die zu berücksichtigen sind. Also hier geht es einmal um die Vollzähligkeit und die Übereinstimmung der Güter mit den Angaben im Lieferschein. Den Angaben im Lieferschein. Der zweite Punkt, Weisungen zur Behandlung der Ware sind zu beachten. Als dritten Punkt, Ware und Verpackung muss unbeschädigt sein und des Weiteren handelt es sich um Gefahrgut. Auch das muss überprüft werden. Die nächsten vier Punkte wären hier einmal, wurden die Begleitpapiere vollständig übergeben und die Übernahme quittiert. Eine Quittierung, ganz wichtig, sichern Sie sich am Ende ab dazu. Wurde der Frachtbrief erstellt? Ist die Adresse des Empfängers vollständig? Oder gibt es hier eventuelle, gegebenenfalls abweichende Angaben bzw. Adressen zur Entladestelle? Und vierter Abschnitt hierbei, höchst zulässige Nutzlast und die zulässige oder das zulässige Gesamtgewicht. Beides muss im Verhältnis miteinander stehen und darf jeweils nicht überschritten werden. Auch das eine sehr wichtige Angabe und eine sehr wichtige Information, falls Sie also in Kontrollen kommen sollten unterwegs. Und Sie müssen dann mal auf die Waage, weil die BAG dann dort mal so eine Gewichtskontrollen durchführt, dann könnte es dort zu erheblichen Problemen führen, bis hin zur Fahrtunterbrechung
und des Umladens vor Ort. Falls sie dann natürlich vor Ort angehalten werden sollen, wird dann natürlich neben der höchstzulässigen Nutzlast und des zulässigen Gesamtgewichtes auch darauf geachtet, ob eine richtige Lastverteilung vorgegeben ist. Einmal die richtige Lastverteilung. Hierzu ist natürlich zu berücksichtigen der sogenannte Lastverteilungsplan, LVB, Lastverteilungsplan, nebst ausreichender Ladungssicherung plus ausreichender Ladungssicherung. Ausreichende Ladungssicherung. Und ganz zu Ende, ganz zum Schluss, steht natürlich auch noch im Raum einmal die eventuelle Nachname, die einzuziehen ist. Die Nachname und der Palettentausch. Auch das muss hier entsprechend dokumentiert werden und auch das müssen Sie hierbei dann beachten. Ist dort eventuell ein Palettentausch vorgesehen? Was tun Sie nun bei Unregelmäßigkeiten? Bei Unregelmäßigkeiten werden diese natürlich auch hier im Frachtbrief vermerkt. Und wir sehen hier die Position 18, die dann dort entsprechend eingetragen worden ist, jetzt in diesem speziellen Beispiel, und die natürlich auch dann von beiden Seiten bestätigt werden sollte, damit es dann dort keine Probleme gibt, wenn bestimmte Unregelmäßigkeiten, wie zum Beispiel der fehlende Palettentausch, später mal nachgeholt wird. Und damit sind wir letztendlich beim Empfänger, der auch hier vorhanden ist, wenn wir eine Spedition zwischengeschaltet haben sollen. Irgendwann muss ja mal die Ware dann im entsprechenden Ort ankommen. Hier geht es also jetzt im nächsten Punkt um den Empfänger, hier vielleicht des Koffers oder was auch immer denn oder wer auch immer der Empfänger ist. Sprich also im Punkt 226 schauen wir uns nun den Empfänger an. Was sind die Pflichten des Empfängers? Der Empfänger muss die Ware unverzüglich entladen, um unnötige Standzeiten zu vermeiden. Schnellstmöglich hier also entladen und das ist die Aufgabe des Empfängers. Und wer ist jetzt der Empfänger? Der Empfänger ist, wer nach den Weisungen des Absenders des Transportgutes dann oder das Transportgut in Besitz nimmt. Der Empfänger ist jetzt der tatsächliche Besitzer des Transportgutes, ist also der Besitzer des Transportgutes. Und wie jetzt an dieser Karikatur zu sehen ist, muss also der Empfänger erhebliche Transportschäden reklamieren, also Beschädigungen an der Ware oder auch an der Verpackung. Und da hat er natürlich das Recht, hier die Annahme zu verweigern. Hier sehen wir es also nochmal. Recht zur Verweigerung der Warenannahme bei äußerlichen Schäden der Verpackung als auch hier direkt bei Schäden an der Ware selbst. Wenn ich jetzt hier also als Fahrer diesen Schaden habe, wie auch immer der aufgetreten ist, sollten wir natürlich unmittelbar Kontakt auch mit dem Unternehmen aufnehmen und jetzt hier
Weisungen des Unternehmens dann auch abwarten und gegenüber dem Kunden freundlich bleiben und auch jetzt sich nicht über irgendwelche Schuldfragen äußern. Wenn also die Schuldfrage auch strittig ist, dann auch hier dann erstmal die Weisungen des Chefs hier abwarten. Das werde ich nochmal dann hier kurz darstellen. Also auch hier Rückfragen. Rückfragen zum Sachverhalt mit dem Unternehmen. Hier, das ist jetzt erstmal die Aufgabe des Fahrers. Also hier die Sicht erklären, ohne jetzt irgendwelche Wertigkeiten zur Schuldfrage abzugeben. Und damit kommen wir mal zu der Frage, was ist also bei der Übergabe der Ware an den Empfänger zu beachten? Im ersten Punkt, die Güter müssen vollzählig übergeben werden und die Übernahme muss durch den Empfänger bestätigt werden. Ist das hier geschehen? Ja oder nein? Als zweites, sind alle Ladungsteile unbeschädigt? Das können wir hier erstmal so. Also Ladungsteile sind unbeschädigt. Das müssen wir natürlich auch hier überprüfen, falls Beschädigungen vorliegen. Auch hierzu unbedingt ein Protokoll fertigen, dass das also alles auch schriftlich belegt ist. Machen Sie da auch Bildaufnahmen, Fotos dazu, dann sind alle Begleitpapiere übergeben. Auch das ist natürlich ein Aspektpunkt, der zu beachten ist, die Begleitpapiere. Des Weiteren, dann sind die ganzen Nachnamen bezahlt, die Gebühren und wurde das hier auch quittiert. Nachname, Gebühr bezahlt und quittiert. Und zu guter Letzt auch der ganze Aspekt der Tauschpaletten. Ist das alles hier auch ordnungsgemäß entsprechend der Vorgaben dann abgewickelt worden. Und damit sind wir am Ende vom Punkt 2.2. Wir haben uns also hier dann erstmal angeschaut, die Beteiligten im Güterkraftverkehr sind der Fahrer, der Frachtführer, also in der Regel der Arbeitgeber des Fahrers, der Spediteur, der Absender, Versender, Verlader und Empfänger. Des Weiteren haben wir uns Bestimmungen im Handelsgesetzbuch angeschaut, was also hier geregelt wird in Hinsicht auf die Rechte und Pflichten der Beteiligten und auch was für die internationale Güterbeförderung gilt, sprich also der CMR-Frachtbrief. Und Frachtbriefe sind also entweder nach Handelsgesetzbuch, hier Handelsgesetzbuch, beziehungsweise CMR in dreifacher Ausfertigung durch den Absender zu erstellen. Einmal für den Absender, des Weiteren für den Fahrer und zum Dritten für den Frachtführer. Das war's insgesamt zum Thema 2.2 und damit wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass Sie hier einige interessante Sachen wieder herausnehmen konnten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.